Frohe Weihnachten! Ich habe ein Gedicht vorbereitet. Das hat mein Lehrer seinerzeit, Mechaniklehrer, vor knapp 40 Jahren gedichtet und bei der Weihnachtsfeier zum Vortrag gebracht. Ich muss noch trinken, denn das ist ganz wichtig. Ich brauche eine Erzählstimme, eine etwas tiefere Stimme. Ja, so kann es gehen. Ja, dieser Lehrer, Hermann Gottfried mit Namen, kreativer Kopf, aber auch Mechaniklehrer, also irgendwie glaube ich, so bin ich ein wenig sein Nachfolger, hoffentlich zumindest. Und was ich jetzt mache, ist einfach sein Gedicht zum Vortrag bringen. Das ist ein Gedicht, das ist in Wiener Mundart geschrieben, im Dialekt. Und weil es so geschrieben ist, ist es auch ein bisschen schwer zu lesen. Ich habe jedes Mal Schwierigkeiten beim Vorlesen, dass ich mich nicht verhaspel, wie es so schön heißt. Meine Stimme ist noch zu hoch. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Und ich erinnere mich, dass dieser Professor Gottfried auch so seine Schwierigkeiten beim Vorlesen hatte von seinem eigenen Gedicht. Aber ich tue mein Bestes. Der Weihnachtskarpfen. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die war ein Wahnsinn meiner Söh. Zu Weihnachten am Ende vom Jahr, da hat ein junges Ehepaar zum Essen eingeladen voller Freude von derer Frau die Schwiegerleid. Drei Tochter fuhr, ist sie schon gekannt, recht aufgeregt war's, das hat man kennt. Damit sie einen guten Karpf erwischt, ganz frisch vom Bottich rausgefischt. Daheim steckt sie an im Kühlschrank geschwind, dass er nicht schlecht wird, s war er sind. Wie dann der heilige Abend kommt, da hat ihr schon der Schädel brummt. In denen wunderschönen Zeiten, wo alle Hausfrauen's gleiche leiden. Am Nachmittag, da um 4 Uhr, sagt sie zu ihrem Mann, berichtes Bier, für nachher'n Wein, die Keks und Mandeln, ich werde der Welt den Fisch behandeln. Sie nimmt das Packli aus dem Kasten und ruft ihren Alten, schnell, da hast du'n, weil's viele Essen rausfällt, was zuerst hat eingestopft mit Gold. Wie sie dann rauswickelt's Viech, schreit's auf, das hat ja schon einen Stich. Und bei dem widerlichen Gestank schmeißt er sie auf die Kuchelbank. Die Ägeln voneinander sind glänzen, der Fisch ist hie, so hört man's drinsen. Es meint, pfui Teufel, mir wird Iwe und trockten in Kolonia Kiewe. Sie wehrt, gezielt daraus die Schlapfen und rennt geschwind um einen neuen Karpfen. Was jetzt nur überhaupt dann kriegst, pass auf, dass du nicht beim Glatteis fliegst. Am Naschmarkt sperrt die Standeln zu, er bitt, gänz 2 Minuten nur. Uns ist der Karpfen stinkert worden, sonst könnten sie nicht für uns was tun. Die Standlerin meint sehr pikiert, dass sie das alles nicht kapiert. Weil der gnä Frau ihr schöner Fisch, wo er Wiesen kauft hat, noch ganz frisch. Haben sie in ihren Kühlschrank leicht ein Käse oder was anderes stinkert das? Der Karpf zieht alle Difteln an, denn müssen's Wasser, lieber Mann. Wer'n sehen, dann schmeckt er exzellent, wenn er beim Bochen nicht verbrennt. Der gute Herr rennt heim so geschwind, dass ihm der Schwitz ins Hemd rinnt. Im vollen Mistkiewe wird der Stier da, ganz unten hat er jetzt das Gespier da. Er bringt in seiner Alten drin, der zählt von derer Standlerin. Da, nimm ihm schnell aus dem Papierl, ich jedenfalls brauch jetzt ein Viertel. Sie holt den Fisch in die Wasserleitung, er liest dabei erschöpfte Zeitung. Dann schreit's, das ist ein Weihnachtswunder! Der Gestank, der geht scheinbar wirklich runter. Jetzt strahlt so glücklich wie noch nie und sinkt vor Dankbarkeit in die Knie. Wie später seine Eltern kommen, hört man sogar ein Liedl summen. Dann sitzen sie gemütlich um den Tisch. A jeder holt sich Stickel Fisch mit Erdäpfelsalat dabei. Garniert mit Gurkeln und mit Ei. Der Vater schnalzt mit seiner Zunge und meint, das Essen ist gelungen. Der Karpf schmeckt heute wirklich gut.
Geh, sag, was mir da einer tut, fragt neugierig die Schwiegermutter. Ein Knofe oder Kräuterbutter? Der Mann neigt sich zu seiner Alten, vor Lachen kann er sich kaum halten, und wispert ihr ins Ohr ganz heimlich, das keiner hört, nur sie allein nicht. Man muss die Karpfen, das gut schmecken, zuerst in Kolonialkiewe stecken. Weil's, wie man sich das Aroma hebt, das ist unser Geheimrezept. Das war Hermann Gottfried, 1986, aus dem Buch Weiner und Lachen. Und ich hoffe, es gibt nichts zum Weinen, nur zum Lachen, zum Glücklichsein, Besinnlichkeit, Freude, Zufriedenheit, Liebe. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten.